Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Age of Wonders Planetfall. Wir greifen jetzt hier eine weitere Siedlung an, obwohl wir das Ganze berechnen könnten, mache ich es nicht. Denn ich möchte gerade eben nochmal unsere Units hier mal so ein bisschen in der Praxis nochmal testen. Außerdem bin ich mir mit dieser komischen leeren Barriere nicht so ganz sicher. Betroffene Einheiten haben langsame Geschwindigkeit. Ja, ihr seht, wir verlieren automatisch hier schon mal einen Punkt an Bewegung. Das gilt es zu bedenken. Also machen wir trotzdem erstmal hier unsere Stellung. Feuer. Sehr gute Trefferchance. Bis dahin. Knallst die gleich weg. Und das war schon mal die erste Unit. Ja, komm, du gehst da ein. Machen. Kannst ja noch diese Viecher hochbeschwören. Halt, du sollst diese Viecher hochbeschwören, habe ich gesagt. Die kleinen Dronies. Oh, da kann ich auch hin. Und Pöff. Erwischt. Ja, die können leider auch nicht schießen. Und ihr motiviert mal wieder den Chef. Der Running Gag hier schlechthin. So, hier haben wir jetzt hier den guten Tank. Brett kann der ballern. Mit dem Teil. Das Ding hat eine Reichweite von 2 bis 9, was ich immer noch unfassbar finde. Du gehst jetzt dahin und schenkst denen jetzt hier erstmal diese Rakete. Ei, auf jeden Fall, den hat's voll getroffen. ihr seht es, die haben wirklich eine sehr, sehr eingeschränkte Feuerreichweite. Und auch sonst nicht so viele Möglichkeiten, sich zu schützen. Ich bin mal gespannt, wie gut die sich jetzt hier gleich schlagen können mit den Flammenwerfern. Wir rücken auf jeden Fall hier vor. Und blockieren natürlich unseren eigenen Leuten jetzt hier so den Durchmarsch. Super. Die wahre Profis, die wir sind. Und jetzt ist der Gegner dran. Der ging daneben. War nur ein Treffer, nicht schlimm. Operations available. Ja, wir werden keine Operations brauchen. So, jetzt gehen wir mal hier mit den Eurios mal hier ran. Können es halt einmal weniger schießen dadurch. Ihr seht, Trefferchance auf beide jetzt hier. Warte mal, hier. Hä? Da, 54%. Das hier würde ich auf jeden Fall safe treffen. Mal gucken, ob ich es hochjagen kann. Yo! Beide getroffen dadurch. Das gefällt mir. Du rückst jetzt hier ran, Tank. Jet. Package-Sprung. Warte mal, ich guck mal, ob das geht. Ich will jetzt mal gucken, ob ich da trotzdem noch Nahkampf machen kann. Ich kann Nahkampf machen! Wie geil ist das denn? Bäm! Ist ja geil! Das sah ich jetzt echt nicht kommen. Dadurch ist er extrem mobil. Der Jetpack ist sehr, sehr nützlich, wie wir gerade eben gesehen haben, wenn man nur Fäuste hat. Oder irgendwie eine Art von Nahkampfwaffe. Da drüben sind noch die letzten Units. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich überhaupt noch mit denen versuche, hier ranzukommen. Das werden nämlich jetzt die Jungs hier erledigen und diese hier. Die Dröhndrohnen. Jetzt hier erstmal daneben ballern. Knallt sind jetzt hier alle drauf. Komm. Gut Schaden gemacht. Ich habe keine andere Wahl. Ich gehe jetzt mit denen hier vor und Bratz. Weggekrittet. Payback. Victory. Jetzt stürzt sich gerade eben unsere Drohne. Ja, das Ding wurde eingenommen. Und ich bin der Meinung, der braucht das nicht mehr. Das ist Scrap. Das konnte sich auch nicht selbst verteidigen. Weg damit. Wir haben ein Angebot von Frank erhalten. Nee, jemand anderes hat ein Angebot von Frank erhalten, oder sind wir das?
Nee, doch wieder. Grenzöffnung. Ich bin so nett heute. Warum denn nicht? Energiebewirtschaftung ist fertig. Super. Das heißt, Entschuldigung, die Gebirgsbewirtschaftung. Das heißt, wir können jetzt hier die Gebirge aufwerten auf die nächste Stufe. Gebirgsorientierung können wir machen. Wir sind also jetzt schneller in Gebirgen unterwegs. Und Höhenwindpark. Wir machen mehr Energie durch entsprechende Windparks, die hier aufgesetzt werden. So, das heißt, dass ich jetzt hier da wahrscheinlich das Gebiet nächste Runde genau hier einen Höhenwindpark machen kann. Und ich kann auch nochmal einen weiteren Sektor, wie ihr seht, hier dann einplanen. We will see how this works out. Den Willen wollen wir immer noch nicht. Maloche verfügt einen nicht bewirtschafteten Sektor. Ja, ich weiß. Soll es Landwirtschaft werden? Ich würde sagen, ja. Wir machen da oben jetzt, keine Ahnung, Weinberge hin oder so. Kannst du jetzt hier nochmal irgendwas dürfen? Ja, Mollo, das geht. Und du bleibst hier. Das ist alles total uninteressant. Oh, meine Armee ist durch die Veränderung von äußeren Umständen in einen Einflussbereich eingedrungen. Aber wir haben jetzt schon Grenzöffnung, oder? Ist egal, ich fahre jetzt einfach hier wieder raus. Ich darf da, glaube ich, gerade eben rumfahren. So, Gesellschaftsforschung können wir festlegen. Was wollen wir denn machen? Wollen wir die Waldbewirtschaftung machen? Da ist nochmal die nachhaltige Ökoindustrie-Komplexisierung dabei. Da würden wir durch entsprechende, also ist einfach ein Kolonie-Upgrade, noch mehr Produktion machen. Finde ich gut. Und wir beenden die Runde. Kracht schon wieder irgendwie. Irgendwelche Kämpfe sind im Gange. Und Frank Wendt hat einen Kampf gewonnen. So. Yeah, wir bekommen wieder einen komischen Psi-Fischjäger. Super. Das Leben ist voll. So, du kannst jetzt erstmal hier eine Kolonie kolonisieren. Auf ganz kolonialer Basis. Und dann haben wir ein Angebot von Taron erhalten. Er will einen Waffenstillstand. Das ist gerade ganz blöd. Wir haben nämlich Termine und wisst ihr, das passt jetzt nur in diese 10 Runden rein, dass ich da jetzt nicht angreife. Danach muss ich dringend chillen. Geht einfach nicht anders. Tut mir echt leid. So, echt mal überlegen, ob ich jetzt das hier einfach angreife. Kann ich nämlich sogar. Na, 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 na. Da ist eine Armee drin. Mit ganz wenig Pipifax-Einheiten. Aber ich persönlich behaupte, dass wir mehr Punkte haben. So einigermaßen mehr Punkte. Er hat diese blöden Türme. Das heißt also, ich muss mich darauf einstellen, ihn eher kommen zu lassen. Die Türme haben nämlich eine fiese Reichweite. Ich glaube von 9 oder so. Da komme ich definitiv nicht ran. Muss ihm einfach irgendwie einen Grund geben, da rauszukommen aus seiner Wohlfühlzone. So, mal gucken. Türme, wie gesagt, die decken dieses Gebiet hier ab. Da kann man auf jeden Fall hin. Ich könnte mit ihm da hingehen. Mal hier so ausrichten. Zack. Und die Dronies hier jetzt mal starten. Und wie gesagt, diese Teile da. Müsste ich eins näher gehen. Bin so wahnsinnig und mach das. Also in Verteidigungsposition und halt den einen mal drauf. Eine Einheit kann man das machen. Motiviere sie. Ne, warte mal, ich motiviere eine andere Einheit. Wieder.
Geh noch dahin. Knall den deine drauf. Kann nämlich das Ding sich nur noch entscheiden, auf eins von beiden drauf zu gehen. Du gehst vorsichtshalber erstmal dahin. Hast ja schon gemoved. Du gehst vorsichtshalber mal dahin. Und hier können wir auch angreifen. Wenn ich das Ding hier ausgeschaltet bekommen würde. Dann wäre viel gewonnen. Ich plane mal so eine Kommandoaktion ist in diese Richtung. Das Ausschalten von diesem Turm ist ja hier das Ziel. Er kann dann nachher da mit dem Jetpack da mit drauf. Die können da relativ wenig tun. So, schön ausrichten. Nur für den Fall, dass ein Angriff kommt. Hoffe, dass da keiner kommt. So, ihr... Ja, rennt da noch hin. Und jetzt schauen wir mal, was Taron macht. Schaden ist überschaubar. Das ging daneben. Das nicht. Was? Das ist so lame. Also diese Gedankenkontrolle. Wohl er gemacht haben. Also müssen wir ihn wegschießen. Ist schon geil, wie schwer er zu treffen ist, ne? Das ist schon echt geil. Operations ready. So, wir haben Operations ready. Wie wär's denn mal als allererstes mal mit so einer Schredderbombe hier auf das hier drauf, dass es sich auch lohnt, hier drauf zu schießen? Dann motiviert ihr. Warte mal, ihr habt ja schon was motiviert. Kannst du auf die Einheit kannst du draufballern? Du kannst auf den da draufballern. Oder. Warte mal. Hä? Ah, okay. Erstmal Einheiten ausschalten. Was halten wir denn davon? Ein Scharfschützengewehr einfach mal alle rausgeknipst, ne? Das Ding ist super pissig nervig. Ich kann schon mal auf den da schießen. Muss gut getan haben. Warte mal, wenn ich dahin gehe, kann ich eine Granate werfen, ne? Oh. Ne, von da kann ich keine werfen. Aber ich kann von da eine Granate werfen. So, wenn der nämlich tot ist, mind-controlt der auch nichts mehr. Ganz einfache Regel. Problem ist bloß, er lebt halt noch. Mit Betonung auf noch. Mal gucken, wie lange noch. Er brennt ja. Okay, wie gesagt, jetzt rücken wir hier hardcore ran an den Speck. Das hier muss weg, das Teil, damit ich hier angreifen kann. 15 Schaden. Und nur 8 Schaden. Jetzt rennst du dahin. Sein Jetpack geht nicht weit genug, aber er kann vielleicht. Ne, er kann hier nicht sprengen. Das ist jetzt super ekelhaft. Aber dann geht er da einfach dahin. Komm. Bäm!
Attacke im Nahkampf, was soll's. Hat sie jetzt angezündet. Go, 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 go. Feuer frei. Manchmal muss man einfach Dinge tun, die getan werden müssen. Und dahin. Weg mit dem Scheißturm. Der macht nichts mehr. Enemy down. Dann kann der jetzt hier auf die offene Fläche gehen und erstmal in die Verteidigungshaltung gehen. Dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. Die schießen daneben die Türme. Weitgehend zumindest. Im schlimmsten Falle können wir ja Tank wiederbeleben, ne? Das ist ja nicht das Thema. Jawohl, gibt in ihrem Nahkampf noch eine mit. Sie die hier gegenseitig bekämpfen, ist extrem ärgerlich. Aber momentan würde ich sagen, die Sache läuft. Jawohl, die fallen jetzt hier auseinander. Der hier will sich zurückziehen. Ich hoffe, das gelingt ihm nicht. Nö. Oh, da kann er diesen Scheiß. Ich hasse diesen Skill. Ohne Witz, das ist so ein richtiger Pisser-Skill. Stirb. Er lebt immer noch. Daneben. Boah. Enemy Hero killed. Finally. Jetzt seid ihr auch wieder meine Einheiten. So, was mache ich jetzt mit euch? Oh, das da schießen. Warum nicht? Sehr gut. Ja, komm. Mit denen ist ja auch noch vor. Was soll's? Solange ich hier was ausschalten kann, ist doch gut. Brennblendgranaten auf den Feind. Du heilst dich selbst. Das bringt dir original gar nichts. Wow. Die Reichweite von dem ist ja wirklich unfassbar schlecht. Aber immerhin habe ich eine gute Chance, die auszuschalten. Also wenn sie rankommen, dann machen die ordentlich Rums. Mit Betonung auf wenn. So, du gehst jetzt hier dahin. Darauf haben wir gewartet. Knallst jetzt den Verein hier runter. Jawohl, weggekrittet. Enemy destroyed. Dann kannst du noch hier vorrücken. Machst jetzt hier ebenfalls eine Defensivposition. Und jetzt muss der Turm hier weg. Und wie gesagt, diese Unit hier, die ist nicht mehr wirklich gefährlich. Aber der Turm ist es. Zack. Und die Jungs hier noch hin. Schon cool aus, so, ne? Und bam. So, jetzt ist die Sache ja eigentlich so gut wie geritzt. Bam. Und der Rest ist eigentlich nur noch eine Sparrunde. Es gibt ja nur noch eine Einheit, die regulär kämpfen kann. Boah. Es lebt noch. Töte es, komm. Enemy destroyed. Our Yay. Forces are victorious. So, die Stadt ist unser. Wir bleiben hier mit der zweiten Armee drin stehen, denn ja, die wollen wir natürlich jetzt auch hier benutzen. So, die Stadt gehört jetzt uns. Und das war auf jeden Fall schon mal eine größere Stadt von ihm, so wie es aussieht. Die ist ja relativ klein. Was haben wir da? Ein Gildenkreuzer. Okay, er geht auf Kreuzfahrt. So, was machen wir mit dem jetzt hier? Wir können das Ding jetzt einfach absorbieren. Du absorbierst die Kolonie in dein Imperium und bringst sie damit unter deine Kontrolle. Oder ich kann sie in Dwar umwandeln. Ganz im Ernst, ich wandle sie in Dwar um. Das geht schneller. Rassenbeziehung zu Syndikat geht allerdings dann zum Teufel. Ah, will ich das? Dann habe ich nämlich bald Krieg mit Givori. Das dauert aber länger. Und das hier
mag das Syndikat auch nicht. Ich würde mal sagen, wir absorbieren sie dann in dem Fall. Das erste. Wir können ja auch mal ein paar Syndikatseinheiten haben. Die können ja auch ein paar witzige Sachen. So, jetzt ist Lucky Bastard eine Stufe aufgestiegen. Was wollen wir ihm denn geben? Er hat 6 Punkte. Landkampfspezialist würde ihm noch mehr Schaden geben. Unbeugsam, macht nur Immunität gegen Taumeln. Ich gebe ihm einfach Vitalität 3. Was einfach unfassbar unbesiegbar ist. Das ist mir das Wichtigste. Ich würde mir wünschen, ich könnte den Einheiten hier noch mehr Leben geben. Malok hat ein Staustrahltriebwerk produziert. Ich weiß nicht warum, aber es wird Gründe haben. So, das kann ich jetzt allerdings auch mal ganz, ganz kurz zu Pinsi schicken. Denn Pinsi möchte ich mal leveln lassen, so viel auf dem Ozean. Der bekommt jetzt auch noch hier diese Flieger. Jetzt sind die langsam. So. Sammeln sie schon mal Einkommen, zack. Und jetzt hast du hier eine vollständige Armee und mit dieser Armee gehst du jetzt mal nachher dahin und räumst da mal so ein bisschen auf und sammelst Zeug ein und so weiter und so fort. Oh, wir sind gerade eben nach links gesprungen, habt ihr gesehen? Wir haben hier geschürft. Ich bin mir nicht sicher, ob es da noch mehr zum Schürfen geben wird. Doch, gibt es. Cool. Hier gibt es noch ganz wenige Gebiete. Da wird schon wieder ein Held rekrutiert werden. Ich sag nein. Hier können wir eine Operation vorbereiten. Will ich nochmal einen Gebirgsbrecher anwenden? Momentan nicht. Energiesauger. Wir haben so viel Einfluss. Ohne Witz, ich mach das. Einfach weil ich sonst nicht weiß, wohin mit dem Scheiß. Fortgeschrittener Ägeschild wurde erforscht. Das bedeutet nun, wir sind jetzt hier auch bei Stufe 4 fertig. Hier haben wir diese interessante Mod. Naja, interessant in Anführungszeichen. Was haben wir denn hier? Die Pyrix-Entwicklung. Eine Kolonie-Upgrade. Die Pyrix-Raffinerie schaltet die Weltuntergangs-Pyrix-Ausräucherungsprotokolle frei. Jede zusätzliche Pyrix-Raffinerie verstärkt die Waffe. Pro Kolonie kann nur ein Pyrix-Dings gebaut werden. Hier könnten wir dann noch die Pyrix-Ausräucherungsprotokolle starten. Also wir könnten das Spiel mit einem Weltuntergang gewinnen. Oder wir sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal zu der Adelsdivision. Da will ich definitiv hin. Ja, du bleibst hier. Du fährst hier mal rum und guckst, was da so gibt. Das. Die Siegerbucht. Eine Sektorbasis von wem? Das gehört auch irgendjemandem. Alles klar. Das ist wieder eine Unit. Sagt. Jetzt haben wir wirklich hier die Psyfische zusammen hier mit dem komischen Wachstumsrankenknospenvieh. Du bleibst hier, Devil. Melztiegel kann wieder was produzieren. Wir machen auch hier den Höhenwindpark selbstverständlich, denn wir sind hier, glaube ich, sogar im Gebirge. Hier wird noch kolonisiert. Hier könnte man noch einen Gebirgsbrecher irgendwann mal machen. Alles Zukunftsmusik, alles Science Fiction. Doppelschicht. Können wir im Grunde gerade einfach nur Energie produzieren. Und wir beenden die Runde. Und kicken mal, was er jetzt hier so macht, ne? Mein Freund. Tamur, oder wie auch immer du heißt. Ist das in der Hauptstadt? Das scheint so der Hauptstadt zu sein. Charon, genau. Ich vergesse ihn. Ich vergesse immer, wie der heißt. Er ist so ein unwichtiger Wutz. Was ist das hier? Hier soll ich Einheiten töten. Das wird eher nicht passieren. Da komme ich nur ganz schlecht hin. Tut mir leid, aber... Liebe Psyphi schließt, das ist nicht möglich. Ihr solltet eure Gegner auch da wählen, wo ich hinkommen kann. Nachricht von der Wachstumsfraktion. Die wollen, dass ich wieder vor sie forsche. Ist gebongt. Bewegung bestätigen. Ich drehe jetzt halt einfach mal quasi so komplett um. Ne? Die Wachstumsfraktion, mit der kann ich mich anfreunden, die wohnt dann auch gleich hier. Warum mit denen Stress haben? So, Pinselein. Move, move. Ab in den Ocean. Maloche hat landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Production ready. Endlich gibt es hier auch was zum Essen. Wir haben auch gleich das Sektor-Upgrade. Und...
Wir machen dann die genmanipulierte Nahrungsmittelanlage, damit wir hier weniger Nahrung für mehr Bevölkerung brauchen. Mel's Tiegel hat den Höhenwindpark. Da ist auch gerade eben nicht mehr drin, außer dass wir jetzt halt auch ein bisschen mehr Energie produzieren hier. Aber auch hier fehlt es halt einfach insgesamt so ein bisschen an Nahrung. Also wenn ich eigentlich hier den Fokus drauf setze, ja, dann geht es insgesamt ein bisschen schneller. Ich muss halt auch mal bei Schmelztiegel jetzt gucken, dass es hier ein bisschen vorangeht. Und hier machen wir das auch schon so. Ja, ist recht. Vor allem mit der Nahrung ist es auch gut. So, wir haben jetzt hier Okarov gegründet. Okarov, Gott, jetzt muss ich mir schon wieder einen Namen einfallen lassen. Also wir haben Schmelztiegel, wir haben Doppelschicht, wir haben Maloche. Gott, oh Gott. Lasst mich einfach bis zum nächsten Mal darüber nachdenken, liebe Leute, was wir uns da für einen Namen einfallen lassen. Wir machen hier auf jeden Fall als allererstes jetzt hier eine zentrale Biofarm als erstes rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.